Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 54, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend eine Aktuelle Stunde, Internationale Woche gegen Rassismus, Hessen lebt Vielfalt, Toleranz und Solidarität, 1961/82. Das Wort hat der Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind ein guter Anlass, heute hier in der Aktuellen Stunde über dieses wichtige Thema zu reden. Wir erleben derzeit in unserem Land permanente Grenzüberschreitungen, Verbreitung von Hass, Diskriminierung und offenem Rassismus. Im Internet, bei Facebook, bei Twitter oder auch auf öffentlichen Veranstaltungen werden Kübel von Dreck über Menschen ausgeschüttet, die eine andere Hautfarbe haben, die aus anderen Ländern zugewandert sind, die einem anderen Glauben angehören oder die eine andere Form des Zusammenlebens gewählt haben. Dieser Form von Rassismus treten wir entschieden entgegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hessen ist ein weltoffenes und tolerantes Land. Wir leben Internationalität und Vielfalt in unserem Land. Wir lassen uns von Rassisten und Nationalisten unseren Lebensstil nicht nehmen, und wir verteidigen diejenigen, die von diesen Rassisten bedroht, beschimpft und angegriffen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Prinzipien unseres Grundgesetzes gelten für alle hier lebenden Menschen. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und die Menschenrechte gelten universell. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen, nicht des deutschen Menschen, nicht des hellhäutigen Menschen, nicht des christlichen Menschen. Dieser Satz in unserem Grundgesetz ist sozusagen der moralische Imperativ, den die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes in dieses Grundgesetz geschrieben haben, weil sie die Lehren aus Nationalsozialismus und der Entmenschlichung der Nazidiktatur gezogen haben. Nie wieder sollen Menschen wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Rasse oder ihrer Lebensweise verfolgt und umgebracht werden. Das ist der Auftrag, den uns die Väter und Mütter des Grundgesetzes gegeben haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gemeinsam diesem Treiben, dieser Hetze, diesem offenen Rassismus entgegenstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fragen nicht, woher kommst du, sondern wir fragen, wo willst du hin? Hessen, Deutschland sind bunt, sind vielfältig. In Frankfurt etwa sind die Hälfte der Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Vielfalt macht uns stark. Das haben viele Unternehmen längst begriffen, mit Diversity Management dafür gesorgt, dass viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Ideen ihren Erfolg stärken. Gerade in Hessen leben Menschen aller Nationalitäten und Religionen und Hautfarben. Frankfurt ist Bankenmetropole, Sitz internationaler Firmen und Institutionen. Die hessischen Hochschulstädte vereinen Studierende aus allen Ländern der Welt. Hessens Wirtschaft lebt von der Internationalität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Weltoffenheit verteidigen wir gemeinsam gegen Hetzer und Spalter. Vielfalt ist das Gegenmittel zum Gift der Einfalt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich, es gibt ja gerade eine Diskussion über Muslime und ob der Islam zu Deutschland gehört. Natürlich gehören die Muslime zu unserem Land. Bundespräsident Steinmeier stellt daher auch völlig richtig klar, Muslime in Deutschland gehören dazu. Nicht der Wettbewerb der Ausgrenzung, sondern das Werben für Zusammenhalt, Gemeinsinn, für Vielfalt sollten Politikerinnen und Politiker leben. Deshalb würde ich mir von einem Verfassungsminister auch wünschen, dass er zusammenführt und nicht Wasser auf die Mühlen derer lenkt, die diese Gesellschaft spalten wollen. Hesse ist, wer Hesse sein will. Das ist der Satz von Georg August Zinn. Dieser Satz hat auch heute noch Gültigkeit. Der Kampf gegen Diskriminierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also eine Aufgabe von Politik und Zivilgesellschaft. Wir brauchen die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich in Vereinen und Verbänden organisieren und auch dort engagieren. Der Kampf, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen diese Zivilgesellschaft als Multiplikator, der diesen Kampf auch in die Gesellschaft trägt.
Ohne dieses Engagement der Zivilgesellschaft sind die politischen Anstrengungen letztlich chancenlos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hessen ist ein weltoffenes und tolerantes Land. Wir kämpfen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen Diskriminierung. Das ist der Auftrag, den wir haben. Und ich hoffe, dass wir da auch gemeinsam nach außen gehen und diesen Kampf nach außen tragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Ismail Tipi, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Frömmrich! Ja, die Internationale Woche gegen Rassismus ist ein guter Anlass, über Themen wie Toleranz, Vielfalt, Respekt, aber auch über Integration und Extremismus zu sprechen. Dass ein friedliches und harmonisches Miteinander keine Selbstverständlichkeit ist, mussten wir leider in den letzten Jahren wieder deutlich merken. Viele Menschen mit unterschiedlichster Herkunft, Kultur oder Religion sind in unser Land gekommen. Das hat bei manchen Bürgern Ängste hervorgerufen und Rassismus sowie aber auch extreme Aussagen und rechtsradikalen Populismus gefördert. Dem müssen wir in der Politik, aber auch als Gesellschaft entschieden entgegentreten. Wir dürfen auf kein Auge blind sein, meine Damen und Herren. Rassistische oder auch extremistische Aussagen, Hass und Hetze von Linken, Rechten oder religiösen Extremisten haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Deshalb hat das rechtsstaatliche Gewalt- und Extremismusbekämpfung in alle Richtungen in Hessen höchsten Stellenwert. Wir, die Christdemokraten, stehen für ein klares Wertefundament und lehnen jeglichen Extremismus, Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung, Gewalt und Hass entschieden ab, meine Damen und Herren. Das macht die Hessische Landesregierung auch immer wieder deutlich. Auch in diesem Jahr hat sie die Fördersumme für die Extremismusprävention weiter kontinuierlich auf mittlerweile rund 5,7 Millionen € ausgebaut. Auch haben wir unter dem Dach des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums gegen Extremismus bundesweit das erste Präventionsnetzwerk gegen Salafismus eingerichtet. Denn jeder Extremist, Gefährder und Dschihadist ist einer zu viel, meine Damen und Herren. Die CDU ist sich der Verantwortung aller Demokratinnen und Demokraten zur Bekämpfung jeder Form des Extremismus bewusst. Für ein friedliches, sicheres und tolerantes Land braucht es eine Gesellschaft, die sich klar von jeglicher Form des Extremismus, Rassismus und Diskriminierung abgrenzt. Intoleranz dürfen wir nicht tolerieren, meine Damen und Herren. Für Extremismus jeglicher Art gibt es in Hessen keinen Rabatt. Deshalb ist und bleibt die Bekämpfung des Rechtsextremismus ein Schwerpunkt der hessischen Strategie gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Auf der anderen Seite gehen wir aber auch gegen Linksextremismus mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln vor, meine Damen und Herren. Unsere Linie war und ist klar, mit Extremisten, links wie rechts oder religiös, kann man keinen Staat machen, meine Damen und Herren. Doch auch den Bereich der Flüchtlinge und deren Integration dürfen wir dabei nicht außer Acht lassen. Natürlich setzen wir im Umgang mit geflüchteten Menschen auch in Zukunft auf Mitmenschlichkeit. Doch gleichzeitig müssen wir auch auf klare Regeln setzen und deren Einhaltung von all denen, die zu uns kommen, erwarten und aber auch einfordern, meine Damen und Herren. Denn beispielsweise die Gleichheit von Mann und Frau oder die Akzeptanz aller Glaubenseinrichtungen sind Werte, die für uns nicht verhandelbar sind. Die schleichende Zunahme des Antisemitismus ist ein absolutes No-Go, meine Damen und Herren. Solche Aussagen gehören nicht in unsere Gesellschaft. Nennen möchte ich in diesem Zusammenhang auch den Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt und die Antidiskriminierungsstelle, um Benachteiligungen zu verhindern und mehr Chancengleichheit für alle herzustellen.
Außerdem möchte ich noch die Rechtsstaatsklassen erwähnen. Sie sollen den Flüchtlingen unsere Grundwerte, unsere Gesetze näherbringen und deutlich machen, woran sie sich hier in diesem Land halten müssen, wenn sie dauerhaft hier leben möchten. Wer das nicht tut oder sogar aus religiösem Fanatismus heraus Straftaten vorbereitet oder dazu in Hasspredigten anstiftet, muss unser Land schnellstmöglichst verlassen, meine Damen und Herren. Wie es in der letzten Woche erstmalig in Hessen bei einem tunesischen Hassprediger auf der Grundlage der neuen Antiterrorgesetzgebung erfolgt ist. Der konsequente Umgang mit denen, die unsere Gastfreundschaft missbrauchen, ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen Rassismus, meine Damen und Herren. Wir dürfen darüber hinaus aber nicht aus falsch verstandener Toleranz unsere eigenen Werte verbannen, meine Damen und Herren. Denn unsere Werte sind ein wichtiger Schlüssel für ein friedliches Zusammenleben. Dazu gehört auch der Respekt untereinander. Nur wenn wir alle wieder mehr Respekt und mehr Freundlichkeit leben, sowie unsere Werte hochhalten, können wir ein friedliches Zusammenleben aller Kulturen erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Ismail Tibi. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Ich weiß ja, dass der Kollege Frömmrich immer in der Lage ist, sehr schnell von 0 auf 100 zu schalten. Bei ihm klang in der Rede ja auch etwas mit, wo ich dann immer erwartet habe, an wen sich jetzt die Rede denn so ein bisschen richtet. Also im Raum stand ja kurz mal der Bundesinnenminister. Ich glaube, unausgesprochen war die AfD im Raum. Dann sollte man es auch vielleicht mal so benennen. Und meine Damen und Herren, ich glaube, dass es ja hier auch gar keinen großen Dissens geben kann. Ich hätte allerdings auch schön gefunden, wenn meine beiden Vorredner einmal darauf zurückgeblickt hätten, woher denn die Aktionswoche kommt, die internationale Woche gegen den Rassismus. Geht zurück auf das Jahr 1960, auf den Rassismus in Südafrika, auf die damalige Apartheid. Wer sich gerne damit mal beschäftigen mag, wie Apartheid in Südafrika, die südafrikanische Besonderheit, das sagt nämlich die Apartheid aus, das kann man gerne einmal machen. Das ist sicherlich auch sehr lehrreich. Ich glaube, würde aber hier 5 Minuten sprengen und gehört sicherlich auch eher in den Bereich, den auch Historiker mal da hinzugezogen werden sollen. Das zu übertragen allerdings auf die heutige Zeit ist dann durchaus spannend. Und, meine Damen und Herren, Rassismus, wie er damals in Südafrika klar verordnet war, lässt sich heute eben auch in Deutschland immer noch mit Antisemitismus, Homophobie, heute auch wieder Islamophobie übersetzen. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, sich dagegen zu wehren und auch dort darauf zu reagieren. Meine Damen und Herren, wer selber wie ich ja auch oft auf Toleranz angewiesen war, der darf auch manchmal kritisch hinterfragen, wie gehen wir denn eigentlich damit um, auch diejenigen, die davon betroffen sind. Einer der Methoden ist vielleicht einmal, auch mit Humor darauf zu reagieren. Weil oftmals ist es halt so, wenn Sie heute zwar wie selbstverständlich ein gleichgeschlechtliches Paar in der Gesellschaft angekommen sind, aber Sie gehen jetzt, die beiden Männer gehen jetzt zu einer Veranstaltung hin, werden begrüßt, Sie sind auch beide eingeladen worden, man ist also angekommen in der Gesellschaft und trotzdem merken Sie, diejenigen, die Sie eingeladen haben, wissen jetzt gar nicht, wie sie genau mit Ihnen umgehen sollen. Das ist nicht immer gleich böser Wille. Das sollte man auch nicht immer gleich unterstellen. Es gibt Menschen, die ein Handicap haben. Und wir gehen heute selbstverständlich mit jemandem um, der im Rollstuhl sitzt. Aber sie kommen in eine Situation an, wo sie eben nicht genau wissen, wie sie mit diesen Menschen denn jetzt genau umgehen wollen. Es kann Situationen geben. Deswegen ermahne ich an dieser Stelle nicht nur zu sagen, wir müssen Toleranz üben, uns gegen Rassismus wehren, sondern auch uns mal mit der Frage beschäftigen, wie können wir Gesellschaft dazu auch, ich sag mal, zu einer Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander dazu bringen. Das sind Fragen, die heute hier nicht angesprochen worden sind.
Die Aktionen, die im Rahmen der Internationalen Woche laufen, sind wunderbar dazu geeignet, eben auch diese manchmal Konfliktfelder, diese Angespanntheit ein wenig zu lockern. Ich glaube, dass es immer da, weil Kollege Ismail Tipi darauf angesprochen hat, auf die, Sie haben ja in Ihrer Rede ein bisschen eher die radikale Szene, also die gewaltbereite Szene dann beschrieben. Da gibt es null Toleranz. Das ist gar keine Frage. Das ist, ich glaube, das ist auch in der vorherigen Debatte auch schon mal deutlich geworden. Da glaube ich, da gibt es gar keinen Zweifel daran, wie man damit umgeht. Aber es gibt natürlich auch unterschwellig immer noch Vorbehalte. Und da ist es immer noch die Frage, wie können wir junge Menschen dazu bekommen, dass sie einen selbstverständlichen Umgang mit Homosexuellen haben? Wie können sie es erreichen, dass, wenn farbige Kinder in der Klasse sind, dass es einfach etwas Selbstverständliches ist? Ich bleibe da mal bei Sir Peter Ustinov. Der hat einmal gesagt, Vorurteile. Jeder Mensch hat sie, aber er hat auch einen Kopf, und er muss ihn gebrauchen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Gnadl, SPD-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte gern zwei sehr abscheuliche Zitate zweier AfD-Vertreter meiner Rede voranstellen, um zu verdeutlichen, um was es heute geht. Das erste Zitat: Diese Kümmelhändler, diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören, weit, weit, weit hinter den Bosporus zu ihren Lehmhütten und viel Weibern. Das zweite Zitat: Ich habe jetzt eine Vision. Wenn es hier in Deutschland gut läuft, werden wir am Ende so eine Art Apartheidstaat haben, wie damals in Südafrika, wo die Weißen den Rest einfach nur irgendwie in Schach halten. Wenn der Hessische Landtag im nächsten Jahr anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus debattieren wird, dann steht zu befürchten, dass Abgeordnete der Partei, von deren Vertretern diese Zitate stammen, auch hier im Plenarsaal sitzen können. Es ist mehr als nur bedenklich, dass solche Aussagen in Deutschland öffentlich geäußert werden können, und das leider oft genug ohne Konsequenzen. Es sind die Äußerungen, die den geistigen Boden für die bereiten, die eben nicht nur bei diesen verbalen Ausfällen bleiben, sondern die Gewalt anwenden und Menschen aus rassistischen Motiven angreifen oder Flüchtlingsheime in Brand stecken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Internationale Woche gegen Rassismus soll uns daran erinnern, dass Rassismus und rassistische Gewalt alltäglich sind, Millionen von Menschen das Leben kostete und viele weiterhin bedroht. Es soll uns daran erinnern, dass Menschen auch hier in Hessen jeden Tag mit rassistischer Diskriminierung konfrontiert sind und nur aufgrund ihrer vermeintlichen Rasse benachteiligt, beleidigt, verfolgt, attackiert oder sogar ermordet werden. Sie soll uns daran erinnern, dass gerade wir als Politikerinnen und Politiker eine besondere Verantwortung haben und eine Verpflichtung, Rassismus zu unterbinden und rassistische Gewalt zu verhindern. Wir haben eine besondere Vorbildfunktion, und deshalb dürfen gerade wir nicht mit dem Schüren von Vorurteilen oder der Relativierung von Rassismus auf Stimmenfang gehen. Und keine Partei von uns allen ist völlig frei davon. Ich denke da z. B. auch an Sarrazin in der SPD und bedauere sehr, dass wir ihn nicht aus der Partei ausschließen konnten. Rassistische Vorurteile sind in der Gesellschaft weit verbreitet. Deshalb ist es ganz besonders gefährlich, wenn in Wahlkämpfen von demokratischen Parteien Grenzen gesenkt werden, so wie wir es in Hessen zweimal erleben durften, 1999 und 2008. Billigend hat die CDU damals in Kauf genommen, dass Menschen an die Wahlkampfstände kamen
und gefragt haben, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben. Oder die regelmäßigen Ausfälle des ehemaligen Landtagsabgeordneten Irmer, der immer wieder mit dem Wetzlarer Kurier gegen Ausländer, Flüchtlinge oder Homosexuelle hetzte. Ich weiß, es fällt Ihnen vielleicht schwer zuzuhören, aber ich denke, das muss auch angesichts dieser Debatte gesagt werden. Aktuell war es der hessische Innenminister, der es für lustig hält, auf Kosten von Flüchtlingen ein paar flotte Sprüche in Büttenreden zu machen. Und nein, auch an Fasching darf man die Grenze nicht überschreiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Internationale Woche gegen Rassismus steht bei uns unter dem Motto Hessen lebt Vielfalt, Toleranz und Solidarität. Das stimmt sicherlich auch in weiten Teilen der Gesellschaft, wenn wir z.B. an die Fußballtrainer denken oder an Peter Fischer, der als Präsident von Eintracht Frankfurt klar Stellung gegen Rassismus und Ausgrenzung bezogen hat, oder die vielen Ehrenamtlichen in den hessischen Städten und Gemeinden, die sich für ein tolerantes und solidarisches Leben in Vielfalt engagieren. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass das noch nicht in allzu vielen Bereichen unserer Gesellschaft, dass das teilweise noch eine Wunschvorstellung ist und noch keine Ist-Beschreibung darstellt. Deswegen ist es gerade auch so wichtig, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure, die einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Präventionsarbeit leisten, gestärkt werden und ihre Arbeit nicht dadurch behindert wird, dass ihre Mitarbeiter unter Generalverdacht gestellt werden. So wie es die schwarz-grüne Landesregierung ohne Not gemacht hat, indem sie neue Regelungen für die Überprüfung von Mitarbeitern und Organisationen durch den Verfassungsschutz einführen will. Und wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, lehnen diese Überprüfungen ab. Frau Kollegin, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Zum Schluss. Der Kampf gegen Rassismus muss ein stetiger sein. Er erfordert Mut und einen langen Atem, und er erfordert vor allen Dingen auch eine klare Haltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Das Wort hat der Abg. Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In diesen Tagen finden die internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Auch ich möchte noch einmal an den Ursprung dieser internationalen Wochen erinnern. Die Vereinten Nationen haben den 21. März zum Internationalen Tag gegen Rassismus erklärt, zum Gedenken an das Massaker von Sharpeville in Südafrika im Jahre 1960. Damals gingen über 20.000 Menschen auf die Straße. Sie demonstrierten friedlich gegen Unterdrückung und für gleiche Rechte, unabhängig von der Hautfarbe. 69 Männer, Frauen und Kinder wurden getötet, 180 verletzt. Das Massaker führte zu landesweiten Streiks, Unruhen, internationalen Protesten. Und auch wenn es noch Jahrzehnte dauern sollte, bis die Apartheid überwunden wurde, so war der Mut dieser Menschen ein Zündfunke für den Widerstand. Und der 21. März, der jährt sich in diesen Tagen zum 58. Mal. Er ist Mahnung und zugleich auch Auftrag an uns alle, jeder Form von Rassismus zu jeder Zeit entschieden entgegenzutreten. Und, meine Damen und Herren, das gilt auch in Hessen, wo rechtsextreme Gewalttaten die Gesundheit und das Leben von Migrantinnen und Migranten, von Antifaschistinnen und Antifaschisten bedrohen. 600 gemeldete Straftaten, die in den Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts zuzuordnen sind, gab es allein im Jahr 2017, darunter 17 Gewalttaten.
50 Fälle der politisch motivierten Kriminalität im vergangenen Jahr richteten sich gegen Asylsuchende außerhalb von Unterkünften. 7 weitere Straftaten richteten sich gar gegen die Unterkünfte. Diese Zahlen mögen gegenüber 2016 rückläufig sein. Aber, meine Damen und Herren, sie bleiben erschreckend hoch. Straf- und Gewalttaten gegen Minderheiten und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer dürfen wir nicht hinnehmen. Sie sind aber nur die sichtbare Spitze eines Eisbergs rassistischer Ressentiments und Vorurteile, die bis in die Mitte der Gesellschaft reichen. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte erleben Diskriminierung und Rassismus im tagtäglichen Leben. Sie werden angefeindet, angepöbelt, sogar attackiert. Sie bekommen keine Wohnung oder haben massive Benachteiligungen bei der Jobsuche. Frauen mit Kopftuch berichten immer wieder, dass sie auf offener Straße beleidigt und angegangen werden. Und das politische Klima im Land wird weiter vergiftet. Und weil der Name ja hier nur am Rande eine Rolle spielt, ich finde, wir sollten klarmachen, dass mit der AfD eine Partei im Bundestag und in vielen Landtagen vertreten ist, die vielerorts ein Sammelbecken für rassistische und fremdenfeindliche Einstellungen ist, die sich in Teilen in der extremen Rechten verortet. Das ist und bleibt unerträglich. Und wir müssen alles dafür tun, dass diese Partei wieder verschwindet. Wer aber glaubt, die AfD dadurch zu bekämpfen, dass man ihre Parolen übernimmt, ihre Forderungen übernimmt, der wird sie nicht zum Verschwinden bringen. Im Gegenteil, der macht sie nur noch stärker. Und leider ist es so, dass die jüngsten Äußerungen des neuen Leiters des Heimatministeriums zum Islam oder aber auch zur Verschärfung der inhumanen Abschiebepraxis Schlimmstes befürchten lassen. Und zur Wahrheit gehört doch auch, dass der Leiter des Heimatministeriums dafür schon Applaus aus Hessen bekommen hat, meine Damen und Herren. Der Rassismus, der uns heutzutage immer unverhohlener entgegentritt, der hetzt Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf, er bedroht den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land, und er ist eine Gefahr für ein solidarisches und friedliches Miteinander. Daher ist es in der gegenwärtigen Situation unser aller Aufgabe, Diskriminierungen und Ausgrenzungen offen zu benennen und Rassistinnen und Rassisten klar in ihre Schranken zu weisen. Und in unserer Gesellschaft, da wird das ja an vielen Stellen getan. Am 17. März hatte das Aktionsbündnis Aufstehen gegen Rassismus zu einem europaweiten Aktionstag gegen Rassismus und gegen den Aufstieg rechter Parteien aufgerufen. In vielen europäischen Städten haben Versammlungen und Demonstrationen stattgefunden. Und auch in vielen Kommunen in Hessen finden in diesen Tagen Veranstaltungen und Diskussionen gegen Rassismus statt. Meine Damen und Herren, der Kampf gegen Rassismus, der kann nicht wirksam sein, ohne dass wir auch die strukturellen Benachteiligungen angehen, von denen Migrantinnen und Migranten in besonderem Maße betroffen sind. Denn es gibt diskriminierende Gesetze und Ausschlussmechanismen. Reden wir über Regelungen wie das Asylbewerberleistungsgesetz, reden wir über Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge, das verweigerte Wahlrecht für Drittstaatangehörige oder ein Schulsystem, das auf sprachlich und kulturell vielfältige Schülerschaft nicht wirklich vorbereitet ist. Aber, und ich komme zum Schluss, wer wirklich dafür sorgen will, dass der Nährboden, auf dem Rassismus gedeiht, dass dieser Nährboden verschwindet, der muss den Kampf gegen Rassismus mit einem Kampf für soziale Gerechtigkeit, für Löhne, von denen man leben kann, für bezahlbare Wohnungen und auch für einen Sozialstaat, der die Risiken des Lebens absichert, der muss diesen Kampf für alle hier lebenden Menschen gemeinsam führen. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Für die Landesregierung spricht der Staatssekretär Kai Klose. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind nicht nur in den interkulturellen Wochen gegen Rassismus, sondern gestern fand auch der Welttag der Vereinten Nationen zu dem Thema statt. Seine Ursprünge sind ja bereits von verschiedenen Rednern dargestellt worden. Und in den beiden Wochen rund um diesen 21. März finden deshalb jährlich die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt, die die gleichnamige Stiftung organisiert. Auch in Hessen beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen wie auch staatliche Stellen an diesen Internationalen Wochen.
in denen sie ihre Arbeit besonders in die Öffentlichkeit tragen. Sie kämpfen aber nicht nur während der internationalen Wochen gegen Rassismus, sondern täglich gegen Diskriminierungen und Ausgrenzungen. Und für diesen Einsatz möchte ich Ihnen auch seitens der Landesregierung aufrichtig danken. Denn dieses Land Hessen ist so vielfältig wie die Menschen, die hier leben. Hessen ist ein weltoffenes und ein besonders international geprägtes Bundesland. Die Hessische Landesregierung versteht auch deshalb Vielfalt als Grundlage und als Bereicherung unseres Zusammenlebens. Meine Damen und Herren, unser Grundgesetz sagt eben nicht, dass die Würde nur in Deutschland geborener Menschen unantastbar ist, sondern aller. Es sagt nicht, dass nur Menschen mit einer besonders hellen Pigmentierung ein Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben, sondern alle. Und es garantiert das Recht auf freie Religionsausübung nicht nur Menschen einer Glaubensrichtung, sondern allen. Und nicht nur, weil wir dem verpflichtet sind, sondern weil das unsere feste Überzeugung ist, hat Rassismus und haben alle anderen Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung in Hessen keinen Platz. Wir bekennen uns vielmehr zu einem offenen, freien und wertschätzenden Miteinander in Respekt vor unserer Unterschiedlichkeit, weil wir wissen, dass Vielfalt eine Gesellschaft stark macht und ohne zu ignorieren, dass die Vielfalt allen durchaus auch etwas abverlangt. Deshalb ist aktive Antidiskriminierungsarbeit für uns ein wichtiger Schwerpunkt. Es geht dabei um ganz grundlegende Rechte. Es geht um Teilhabe, es geht um Gleichbehandlung, es geht um Chancengerechtigkeit. Und deshalb ist Antidiskriminierungspolitik auch nichts anderes als Menschenrechtspolitik. Meine Damen und Herren, leider sind Diskriminierungen auch heute noch gesellschaftliche Realität und kein Randphänomen. Sie passieren Menschen in vielfältiger Weise, sie verletzen, sie grenzen aus und sie prägen Identitäten und Lebenswege häufig nachhaltig. Das, was in den Medien landet, ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Und gerade von Rassismus Betroffene sind auch Alltagsdiskriminierungen ausgesetzt, beim Einkaufen, im öffentlichen Nahverkehr, im Vorbeigehen auf der Straße. Diese Erfahrungen sind es, die Menschen zermürben können. Und auch auf solche Fälle müssen wir schauen, Zivilcourage zeigen und für Zivilcourage werben. Umso wichtiger ist deshalb Vielfaltspolitik für ein friedliches und soziales Zusammenleben. Der wertschätzende Umgang mit Individualität und Pluralität sind Ausdruck einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Umso wichtiger sind die Beratungs- und Unterstützungsangebote, wie sie beispielsweise die Antidiskriminierungsstelle im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und das von uns beauftragte ADIBE-Netzwerk in Hessen bereitstellen. Umso wichtiger ist ein starkes zivilgesellschaftliches Bewusstsein, sind Engagement und gleichzeitig staatliches Handeln. Und umso wichtiger sind die internationalen Wochen gegen Rassismus. Sie tragen dazu bei, Akzeptanz und Respekt zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Sie tragen zur Sichtbarkeit und zu mehr Solidarität bei, und sie setzen ein deutliches Signal für Vielfalt. Denn es ist egal, wie du aussiehst, an wen oder was du glaubst oder eben auch nicht glaubst. Es ist egal, wo du herkommst, solange du dich im Werterahmen unseres Grundgesetzes bewegst. Unsere Botschaft, nicht nur während der internationalen Wochen gegen Rassismus, lautet deshalb: Hessen lebt Vielfalt, Akzeptanz und den Respekt vor unserer Unterschiedlichkeit. Das Motto der diesjährigen Wochen, 100% Menschenwürde zusammen gegen Rassismus, gilt bei uns in Hessen jeden Tag. Vielen Dank. Herr Staatssekretär, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr.
ist diese Aktuelle Stunde gehalten.